Willkommen zu der Videoreihe zum Thema Bitumen. Hier sollt ihr die fachlichen Informationen über Bitumen erfahren, wo der Baustoff überall Einsatz findet, wie er hergestellt wird, welche Prüfverfahren es gibt und wie seine allgemeinen Eigenschaften ihn so wertvoll für die Bauindustrie macht. In diesem Video soll es um die mechanischen Eigenschaften von Bitumen gehen und wie Bitumen sich unter verschiedenen Parametern verhält. Bitumen und Polymerbitumen sind thermoplastische Stoffe. Wie bei anderen nicht-kristallinen Stoffen hängen auch hier die Eigenschaften maßgeblich von den Temperaturen ab. Bei geringen Temperaturen sind sie zunehmend hart und werden bei einer weiteren Verringerung der Temperatur spröde. Bei Erhöhung der Temperaturen durchlaufen sie alle Zustände von fest zu zähflüssig bis hin zu dünnflüssig. Ein Schmelzpunkt gibt es nicht, sondern eher einen Temperaturbereich, wo ein langsames Erweichen stattfindet. Diese Temperaturspanne zwischen der Temperatur, bei der das Bitumen spröde vorliegt, und der Temperatur, bei dem das Bitumen erweicht, ist die Plastizitätsspanne des Bitumens. Diese Temperaturen werden durch die Prüfmethoden Ring und Kugel für die Bestimmung des Erweichungspunkts und den Brechpunkt nach Fraß ermittelt. Ein anderer Weg ist auch noch die Bestimmung des Penetrationsindex mit dem Nadelpenetrationsversuch. Die Gebrauchsspanne ist enorm. Von minus 25 Grad Celsius bis zu 80 Grad Celsius auf einem Dach ist keine Seltenheit. Deshalb sind die thermomechanischen Eigenschaften und die Materialparameter, die das Verhalten beeinflussen, enorm wichtig. Die entscheidenden Materialparameter sind der Destillationsgrad, der Oxidationsgrad sowie die Art und der Anteil von Polymerstoffen oder anderen Füllstoffen. Mit zunehmendem Destillationsgrad des Bitumens wird die Erweichungstemperatur erhöht und die Penetration verringert. Also ein Bitumen, das mehrere Destillationsvorgänge durchlaufen hat, wird erst bei höheren Temperaturen weich. Mit zunehmender Oxidation wird auch der Erweichungspunkt erhöht, sowie gleichzeitig der Penetrationswert herabgesetzt. Oxidationsbitumen haben sogar einen höheren Penetrationswert als Destillationsbitumen. Wie bei der Herstellung von Polymerbitumen beschrieben, werden Bitumen sehr gern mit hochpolymeren Stoffen verblendet. Dadurch wird die Festigkeit bis in hohe Temperaturen und der Penetrationswert verbessert. Parallel dazu wird auch der Brechpunkt bei niedrigen Temperaturen verbessert. Das Bitumen ist nicht mehr so spröde und hat eine deutliche Verbesserung der Plastizitätsspanne erfahren. Gleiche Auswirkungen auf den Erweichungspunkt und die Penetration hat die Zugabe von mineralischen Füllstoffen wie Gesteine oder aber auch von Fasern, wobei die Zugabe von Fasern eine deutlich höhere Wirkung zeigt. Die Festigkeitseigenschaften von Bitumen sind maßgeblich von Herstellungsart und vom Aufbau des Bitumens abhängig. Die Festigkeit fällt, wenn der Lösungsmittelgehalt steigt, oder die Temperatur steigt oder die Belastungsgeschwindigkeit sinkt. Deshalb ist das Schlimmste für Asphaltstraßen, wenn im Hochsommer die Autos an der Ampel stehen. Dann gibt es oft diese Unebenheiten kurz vor der Ampel. Oder das ist auch der Grund, warum Bushaltestellen ab und zu mit einer Betonfahrbahn gebaut werden. Aber dazu mehr in anderen Videos. Weitere wichtige Parameter für das mechanische Verhalten sind die Bindemittelart, die Bindemittelsorte, Zusätze, also Füllstoffe, die Höhe und Häufigkeit der Belastung, die Belastungsdauer, die Filmdicke, Füllerart, Füllermenge und noch ein paar weitere. Reines Bitumen ist im Normalfall nicht lastabtragend. Aus diesem Grund wird es zumeist auch mit anderen Stoffen gemischt, um es als Asphalt, Bitumenbahnen etc. zu verwenden. Das Verformungsverhalten von Bitumen sieht so aus, dass es sich wie ein elastischer Stoff oder eine Flüssigkeit verhält. Das wiederum ist von der Beansprungungsart und der Temperatur abhängig. Wie schon mehrfach gesagt, ist bei konstanter Beanspruchungsgeschwindigkeit Bitumen bei hohen Temperaturen rein viskos und bei tiefen Temperaturen rein elastisch. Und wie schon angedeutet, bei konstanter Temperatur ist Bitumen auch von der Belastungsgeschwindigkeit abhängig. Bei einer ruhenden Beanspruchung reagiert Bitumen viskos und bei einer dynamischen Belastung eher spröd elastisch. Als Student habe ich in dem Straßenbaulabor der Uni und dabei ab und zu mit Bitumenproben in einer Dose gearbeitet. Und dabei habe ich das sinngemäß mal ausprobiert. Es war sehr einfach, eine Spur mit dem Daumen bei konstanter und nicht mal hoher Kraftanstrengung in der Probe zu lassen, wobei ein schneller, kurzer Schlag mit einem Stift beispielsweise nicht so große Spuren hinterlassen hatte. Bei Raumtemperatur sind dann die Proben in ihren Ausgangszustand wieder zurückgegangen. In der Praxis überlappen sich jedoch diese Einflüsse der Temperatur und der Belastungsgeschwindigkeit. Auch hier sind diese grundsätzlich reversibel. Wenn Bitumen allerdings bis oberhalb des Erweichungspunktes erwärmt und flüssig wird, dann sind diese Verformungen nicht mehr reversibel. Ich hoffe, diese Erläuterungen zu den mechanischen Eigenschaften von Bitumen war für euch hilfreich und interessant.
Mehr Informationen zum Thema Bitumen erhaltet ihr in den weiteren Videos.